sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem ersten Experteninterview der Klarwirtschaftsregion Hartberg. Heute dreht sich alles rund ums Thema Borkenkäfermonitoring. Ich habe mir einen sehr hochkarätigen Experten an Bord geholt. Heute ist bei mir Diplom-Ingenieur Gottfried Steirer. Er lebt im Waldviertel im Bezirk Krems und hat an der Universität für Bodenkultur in Wien Forstwirtschaft studiert. Seither arbeitet er am Bundesforschungszentrum für Wald am Institut für Waldschutz. Zu Beginn war er im Bereich der Waldschadensbeobachtung und Kronenzustandserhebung tätig. Jetzt arbeitet Herr Steirer im Bereich der forstlichen Insektenkunde mit Schwerpunkt Borkenkäfer. Hier ist er auch für das Thema Borkenkäfermonitoring zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören die Diagnose von Waldflächen sowie deren Erfassung innerhalb der Dokumentation der Waldschädlingsfaktoren. Die Redaktion von Forstschutz aktuell, einer institutseigenen Fachzeitschrift zu Waldschutzthemen, ist eine weitere seiner Tätigkeiten. Lieber Herr Steirer, ich freue mich sehr, dass Sie heute für uns Zeit haben und mit dabei sind und hätte gesagt, wir starten gleich mal los. Lieber Herr Steirer, Sie sind ja bereits seit einigen Jahren beim Bundesforschungszentrum für Wald mit dabei. Können Sie uns das Bundesforschungszentrum für Wald kurz vorstellen? Vielen Dank, Frau Weißenbacher, erstmal für die Einladung zu dem Online-Interview. Ja, tatsächlich schon geraume Zeit, dass ich am Institut für Waldschutz tätig bin. Ja, was ist das Bundesforschungszentrum für Wald? Das Bundesforschungszentrum für Wald beschäftigt sich eigentlich mit allen Aspekten rund um den Wald. Wir sind erster Ansprechpartner, wenn es um Fragen von Wald, Naturgefahren und jetzt besonders auch Klimawandel geht. Und es ist so, dass die Funktionen des Waldes sehr mannigfaltig sind und entsprechend auch die Erwartungen an den Wald und auch unser Tätigkeitsfeld ist entsprechend breit aufgestellt. Wir sind in der Forschung tätig, im Monitoring, natürlich auch in der Weitergabe unseres Wissens an die Öffentlichkeit und wir erfüllen auch Kontrollaufgaben für die Republik Österreich. Dafür stehen uns 6 Fachinstitute zur Verfügung und 2 Ausbildungsstätten. Das ist an sich eine sehr einzigartige Verknüpfung zwischen Forschung und Aus- und Weiterbildung. Etwas salopp könnte man sagen, mehr oder weniger alle Daten über Österreichs Wald, die man hört oder liest, stammen vom Bundesforschungszentrum für Wald. Sehr interessant, vielen Dank. Die Klarwirtschaftsregion Hartberg beschäftigt sich ja seit Anfang dieses Jahres mit dem Thema Borkenkäfermonitoring. Im Frühling wurden auch mehrere Fallen aufgestellt, die wöchentlich entleert und evaluiert werden. Welche Borkenkäfer sind in Österreich vorrangig vertreten? Was würden Sie sagen? Ich bin schon sehr froh, dass Sie von Borkenkäfern, nämlich in der Mehrzahl, sprechen. Oft ist es nämlich so, dass man von dem Borkenkäfer liest oder hört. Tatsächlich haben wir in Österreich rund 130 Borkenkäferarten, die recht wirtspezifisch sind. Das heißt, mehr oder weniger jede Baumart hat ihren Borkenkäfer, sowohl beim Nadelholz als auch beim Laubholz. Und je nach Häufigkeit und wirtschaftlicher Bedeutung dieser Baumarten ist auch die Bedeutung der entsprechenden Borkenkäferarten unterschiedlich. In Österreich sind natürlich vor allem die Hauptbaumarten und die Borkenkäferarten, die an diesen Hauptbaumarten vorkommen, interessant. Das ist Fichte, Kiefer, Tanne und Buche. Wobei man prinzipiell dazu sagen muss, Borkenkäfer an sich sind sekundäre Schädlinge. Das heißt,
Sie brauchen eine Vorschädigung Ihres Wirtsbaumes, damit Sie den erfolgreich besiedeln können und sich dort erfolgreich entwickeln können. Leider ist es aber so, dass einige Borkenkäferarten im Falle einer Massenvermehrung primär schädlich werden können, als auch stehende, lebende Bäume befallen können und mehr oder weniger ohne Vorschäden und dann erfolgreich sich dort entwickeln können. Und vor allem der Buchdrucker an der Fichte wäre hier ein Beispiel dafür. Weil wir gerade vom Buchdrucker sprechen, wann haben die Käfer, besonders der Buchdrucker, Hochsaison? Und was begünstigt die Entwicklung? In diesem Zusammenhang von Hochsaison zu sprechen, da muss man vielleicht vorsichtig mit dem Begriff umgehen. Prinzipiell sind Borkenkäfer in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien über das gesamte Jahr vorhanden. Je nach Zeit und Temperatur unterschiedlich aktiv, aber prinzipiell vorhanden. Es gibt auch weitere Faktoren, die das Borkenkäfergeschehen beeinflussen. Das ist vor allem auch die Witterung, die Einfluss auf die Wirtsbäume hat. Und auch diese Faktoren sind über das gesamte Jahr von Relevanz. Jetzt ist es so, dass Borkenkäfer wie alle Insekten temperaturabhängig sind. Das heißt, sie brauchen gewisse Temperaturschwellen für die Aktivität, bestimmte Temperaturen bzw. Temperatursummen für ihre Entwicklung. Das heißt, für den Buchdrucker, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, gilt, dass ab Mitte März, Anfang April eine Temperaturschwelle von 16,5 Grad notwendig ist, damit der Buchdrucker aus der Winterruhe kommt und seine Schwärmtätigkeit beginnt. Bäume befällt, Ruten anlegt. Nach dem Abschluss dieser Brutentwicklung verlassen die Nachkommen die Brutbäume und befallen ihrerseits wieder neue Bäume. Und das zieht sich bis in den Herbst hinein, ziehen sich diese Entwicklungsstadien fort. Insofern ist es für die Waldbesitzerin und für den Waldbesitzer in der Vegetationszeit vom Frühjahr bis Herbst besonders relevant, weil in dieser Zeit frischer Fall möglichst rasch zu entdecken sein sollte und darauf zu reagieren sein sollte. In der restlichen Zeit gibt es aber trotzdem Arbeiten und Maßnahmen, die notwendig sind, damit man im Folgejahr möglichst gut gerüstet dann das nächste Käferjahr gehen kann. Mhm. Welche Rolle spielt der Klimawandel hierbei? Der Klimawandel wirkt sich mehrfach aus. Wie uns die Klimadaten der letzten Jahrzehnte zeigen, wird es durchschnittlich wärmer. Daneben ist es aber so, dass es lang andauernde Perioden gibt mit sehr hohen Temperaturen und auch Perioden gibt mit lang anhaltender Trockenheit. Für die Borkenkäfer sind hohe Temperaturen sehr günstig. Vorhin schon gesagt, sie sind temperaturabhängig und temperaturgesteuert. Das heißt, bei hohen Temperaturen läuft die Entwicklung der Brut vom Ei bis zum fertigen Käfer, bis der Käfer dann tatsächlich ausfliegt aus den Brutbäumen, schneller ab. Die Entwicklung geht schneller vor sich. Auch kann es sein, dass im Frühjahr die Schwärmaktivität bei günstigen Temperaturen, bei höheren Temperaturen schneller einsetzt. Dadurch gehen sich dann bis in den Herbst mehrere Generationen aus. Für die Region Hartberg würde dann eine dritte Generation statt nur zwei Generationen möglich sein, in höheren Lagen eine zweite statt nur einer Generation. Und der Unterschied zwischen zwei oder drei Generationen ist ganz wesentlich, weil die Anzahl der Nachkommen exponentiell steigt. Das heißt, ein Weibchen kann in der zweiten Generation rund 1200 Nachkommen haben. Dabei unterstellt man, dass ungefähr die Hälfte der Brut schon abstirbt, 50% Mortalität. Bei drei Generationen sind es aber 30.000 Nachkommen. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der dann wiederum Einfluss auf die Populationsgröße hat und auf das weitere Befallsgeschehen. Für den Borkenkäfer ist der Klimawandel günstig,
Für die Wirtsbäume ist es wiederum schlecht. Weniger Niederschlag bedeutet, dass die Bäume einem Trockenstress ausgesetzt sind. Höhere Temperaturen führen dazu, dass die Verdunstung steigt, die Verdunstung der Bäume steigt. Das erhöht wiederum auch den Trockenstress zusätzlich. Das heißt, die Schäden, die durch diesen Trockenstress entstehen, machen die Wirtsbäume attraktiver für die Borkenkäfer. Zusätzlich haben sie nicht die Möglichkeit oder nur eine eingeschränkte Möglichkeit, sich gegen den Borkenkäferbefall zu wehren. Das heißt, kurz zusammengefasst, durch den Klimawandel sind manche Wirtsbäume gut und leichter erkennbar, ein leichteres Ziel für die Borkenkäfer, und die Borkenkäfer kommen zusätzlich noch zahlreicher vor. Welche Lebenserwartung hat so ein Borkenkäfer überhaupt, also zum Beispiel der Buchdrucker? Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, also Borkenkäfer, und bleiben wir jetzt im Speziellen auch beim Buchdrucker, ist es so, dass die mehrere Generationen im Jahr entwickeln können. Das heißt, die Käfer, die überwintert haben, kommen im Frühjahr aus der Winterruhe, legen ihre Brut an, legen auch nach einer Regenerationsphase eine Geschwisterbrut an und sterben dann aber recht schnell nach der Ablage der Eier ab. Zweite Generation erleidet womöglich das gleiche Schicksal, und nur die letzte Generation im Jahr, die in den Herbst hineinreicht, die bereitet sich für die Überwinterung vor, geht in Winterruhe, und im Falle vom Buchdrucker ist es so, dass dann nur die fertigen Käfer in der Rinde oder in der Bodenstreu überwintern und dann eben wieder im Frühjahr aus der Winterruhe kommen, und dann beginnt das Rad von vorne. Aber die kurze Antwort, also überwintern tut nur die letzte Generation, und alle anderen sterben rasch nach der Ablage der Eier ab. Anfangs haben wir erwähnt, dass die Klarwirtschaftsregion Hartberg ein Borkenkäfermonitoring installiert hat. Was kann man sich überhaupt unter Borkenkäfermonitoring vorstellen? Beim Borkenkäfermonitoring geht es einfach gesagt darum, die Aktivität von Borkenkäfern zu beobachten. Das kann man einerseits rückblickend machen, um festzustellen, welche Schäden sind aufgetreten. Gibt es Gebiete mit Schadensschwerpunkten? Wesentlich wichtiger und von größerer Bedeutung für die Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschafter ist es aber, die aktuelle Situation in ihrem Wald zu kennen und darüber Bescheid zu wissen. Da ist es wichtig, wann beginnt das Schwärmen der Borkenkäfer? Wann gibt es Schwärmhöhepunkte bzw. weitere Schwärmphasen? Dazu werden Lockstofffallen eingesetzt. Das sind Fallen mit Lockstoffen beködert. Diese Lockstoffe sind artspezifisch. Das heißt, es gibt für Buchdrucker einen eigenen Lockstoff, es gibt für Kupferstecher einen eigenen Lockstoff oder auch für andere Borkenkäferarten wie Kiefernborkenkäfer. Die in diesen Fallen gefangenen Käfer werden wöchentlich gezählt und die Anzahl wird dokumentiert. Und aus dem Verlauf dieser Fangzahlen kann man Fragen zur Schwärmaktivität beantworten. Das ist ein wirklich wichtiges Instrument für die Waldbewirtschaftung, um die Borkenkäferaktivität im eigenen Betrieb beurteilen zu können. Dadurch kann man dann auch notwendige Maßnahmen gezielter, effizienter, zeitlich eingeschränkter einsetzen und durchführen. Wenn jetzt Waldbewirtschafter und Waldbewirtschafterinnen keine eigenen Fallen betreiben, so können sie auch natürlich Fallen in der Nachbarschaft oder in der Region nutzen, um Auskunft darüber zu erhalten. Das ist auch der Grund, warum wir am BFW in Zusammenarbeit mit den Landesforstdiensten und der Landwirtschaftskammer ein bundesweites Borkenkäfermonitoring betreiben. Wir stellen
eine Datenbank und ein Internetportal zur Verfügung, wo die Daten zu den Lockstofffallen eingegeben werden können. Und alle Interessierte können dann diese Daten per Internet aufrufen. Passiert das auch mit den Ergebnissen des Borkenkäfermonitorings in Hartberg? Ja, die Klarwirtschaftsregion Hartberg betreibt ja seit heuer 4 Fallen in der Region. Das ist je eine Falle für Buchdrucker und Kupferstecher. Das sind die beiden bedeutendsten Borkenkäfer an Fichten. Dann gibt es noch eine Falle für den 6-zähnigen Kiefernborkenkäfer. Wie der Name schon sagt, an der Kiefer, bedeutende Art an der Kiefer. Und die 4. Falle ist für den nordischen Fichtenborkenkäfer, eine Art, die bei uns erst seit einiger Zeit in den Waldbeständen auffällig wird. Die Fallen werden vor Ort betreut. Wichtig ist es dabei, dass es eine regelmäßige wöchentliche Entleerung gibt. Und was passiert jetzt mit diesen Fallen und mit diesen Fallenergebnissen? Die Käfer werden bei geringer Anzahl ausgezählt. Bei größerer Menge werden sie ausgelittert. Das heißt, man verwendet einen Messbecher, bestimmt das Volumen der Käfer und es gibt vorhandene Maßzahlen, mit Hilfe derer man dann auf die Anzahl der Käfer hochrechnen kann. Diese Fangzahlen werden in die Online-Datenbank beim Borkenkäfermonitoring des BFW eingegeben und die Ergebnisse werden grafisch als Diagramm dargestellt. Man sieht dann in diesem Diagramm den Flugverlauf über die Vegetationszeit. Diese Diagramme, diese Ergebnisse können Sie über unsere Borkenkäfer-Homepage abrufen. Das ist www.borkenkäfer.at. Kann man sicher später auch noch einblenden. Und dort im Bereich Monitoring gibt es den Aufruf für die einzelnen Fallenstandorte. Man wählt die Borkenkäferart, man wählt das Berichtsjahr, kommt dann zu einer Österreich-Karte, wo man die jeweilige Falle auswählt und dann sieht man das Diagramm über den Flugverlauf in seiner Region und eben hier auch in der Region Hartberg. Inwiefern hilft die Region durch das Monitoring den Waldbesitzern in der Region eigentlich? Ja, die Ergebnisse des Borkenkäfermonitorings stellen eben für Waldbesitzerinnen, Waldbesitzer ganz wertvolle Informationen dar, wie schon vorhin kurz angesprochen, überhaupt über das Vorhandensein der Borkenkäfer, über den Beginn der Flugzeit im Frühjahr nach der Winterruhe und eben über weitere Flugphasen der einzelnen Generationen. Und wenn man das Ganze auch über mehrere Jahre betreibt, kann man auch mit dem Vergleich zwischen den Jahren abschätzen, wie sich die Borkenkäfersituation überhaupt in der Region entwickelt. Jetzt ist es so, wenn man keine eigenen Fallen betreiben möchte, ist das eben eine wesentliche Informationsquelle. Die Betreuung erfordert einen geringen, aber doch regelmäßigen zeitlichen Aufwand und auch bei der Aufstellung sind einige Punkte wie Abstände zu Bäumen zu beachten. Besser wäre es natürlich, wenn man seine eigenen Fallen verwendet, weil die Ergebnisse einfach noch genauer die Verhältnisse im eigenen Wald wiedergeben. Aber vielleicht ist das ja Anlass, dass der eine oder andere Waldbesitzer oder Waldbesitzerin in Zukunft dann selbst Lockstofffallen einsetzt. Und wenn der Borkenkäfer dann schon einmal im eigenen Wald wütet, wie kann man den Schäden durch den Borkenkäfer entgegenwirken? Welche Möglichkeiten gibt es hier? Das ist eine sehr komplexe Frage, die Sie jetzt in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit gar nicht im Detail beantworten lässt. Das wesentliche und wirklich entscheidende Prinzip in der Borkenkäferbekämpfung ist, dass man die Entwicklung
der Käferbrut, der Borkenkäferbrut und die Borkenkäferentwicklung an sich unterbricht, bevor die fertigen Käfer die Bäume wieder verlassen und sich neue Bäume suchen und dort einen neuen Befall initiieren. Das ist das Um und Auf der Borkenkäferbekämpfung. Dazu ist es notwendig, dass man den frischen Befall möglichst früh erkennt. Und zwar mit der Suche nach Bohrmehl. Das passiert in einer Phase, wo noch lange keine Symptome in der Krone oder abfallende Rinde erkennbar sind. Es ist aber dazu notwendig, dass man in diesen Flugphasen, wo es zum frischen Befall kommen kann, regelmäßig Waldbegehungen durchführt und eben im Stammanlaufbereich, im unteren Stammbereich nach Bohrmehl sucht. Wenn man dann den Befall anhand dieses Symptoms, dieses Bohrmehls gefunden hat, dann ist es notwendig, den befallenen Baum zu fällen und möglichst rasch aus dem Wald zu bringen. Wenn der Abtransport aus welchen Gründen jetzt nicht rechtzeitig möglich ist, dann muss man das befallene Holz, wenn im Wald verbleibend, behandeln. Nämlich so rechtzeitig behandeln, dass keine Käfer ausfliegen können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entrinden wäre eine Möglichkeit, Abdecken des Holzes wäre eine Möglichkeit. In manchen Fällen auch die Anwendung von Insektiziden. Auf unserer Borkenkäfer-Homepage gibt es einen Leitfaden zur Abwehr von Borkenkäfern. Da sind diese kurz angerissenen und weiteren Methoden gut und übersichtlich dargestellt. Sicherlich eine gute weiterführende Informationsquelle. Sie können den Leitfaden auch über unser Webshop in unserer Bibliothek erhalten. Wo kann man sich weiter informieren? Auf der BFW-Homepage www.bfw.gv.at und eben auch auf unserer Borkenkäfer-Homepage gibt es zahlreiche Publikationen zu diesen Themen. Und dort finden Sie auch die Kontaktdaten, wenn Sie mit uns telefonisch oder per E-Mail in Kontakt treten wollen. Lieber Herr Steirer, vielen, vielen Dank noch einmal für Ihre Zeit und für die interessante Aufbereitung des Themas. Ich bedanke mich von meiner Seite für die Einladung. Es ist immer wichtig für uns, wenn wir auch diese Informationen an Interessierte, an die Waldbewirtschafter, Waldbewirtschafterinnen bringen. Vielen Dank dafür. Dankeschön.